live auf YouTube. Okay. Und mein Mann assistiert uns und sagt, ob wir dann live sind, weil das selber kann man es immer so schwer sehen. Wir müssten jetzt aber schon live sein. Live auf YouTube. Oh nein. Okay. Und mein Mann assistiert uns und sagt, ob wir dann live sind, weil das selber kann man es immer so schwer sehen. Kleine Verzögerung, oder? Wie ist das? Das ist immer, wenn ich live auf YouTube gehe, dann öffnet sich das Fenster und dann spielt es das da nochmal ab. Aber ich kann das gar nicht verhindern, weil ich muss da drauf. Ja, ist kein Problem. Ist immer ein komisches Gefühl, sich nochmal zu hören. Aber jetzt sind wir live. Alles nochmal richten, genau. Ja, lieber Herr Professor Eberhard Sandschneider. Ich freue mich, dass es heute mit uns beiden geklappt hat und wir haben ja ein ganz spannendes und interessantes Thema, nämlich China. Tja, herzlichen Dank. Bin gerne dabei. Ja, wir hatten ja im Vorgespräch, hatte ich Ihnen ja erzählt, dass gerade für Aktieninvestoren das Thema China immer wieder ganz, ganz, ganz spannend ist und die Leute so ein bisschen verunsichert sind. Soll ich da überhaupt investieren? Darf ich da investieren? Und dann steigen wir da auch gleich an dieser Stelle ein. Ich habe heute auf Instagram die Community auch gefragt, welche Fragen sie denn für sie haben. Und es ist tatsächlich immer sowas wie, was passiert, wenn verschiedene Krisen da sind? Also merkt diese Unsicherheit, soll man investieren, soll man nicht investieren und was kann denn da passieren? Naja, wenn das die Frage ist, dann ist meine erste Antwort, da sind Unsicherheiten, die jeden von Ihnen, der sich Gedanken macht, wo er investieren möchte, begleitet. Egal auf welchem Markt, egal in welcher Branche, egal bei welchem Unternehmen. China ist da zunächst einmal vielleicht anders, aber dann doch wieder nicht anders. Natürlich ist das ein Land, das sich unserem Verständnis nicht auf den ersten Blick erschließt. Aber diese Risiken, die Unwägbarkeiten, was könnte passieren mit China, die begleiten uns bei Investitionen auf dem chinesischen Markt genauso wie in den Vereinigten Staaten. Auch da können Sie Pech haben. Sie können sogar im eigenen Heimatmarkt Pech haben. Wenn Sie die falsche Aktie erwischen, war das Investment eben in den Sand gesetzt. Und das kann Ihnen in Asien genauso passieren wie im Westen. Ja, wir haben ja dieses Jahr oder letztes Jahr mit Wirecard erlebt. Das war auch im deutschen Markt. Kann man Pech haben. Was ist denn mit, also wir haben ja politisch eine völlig andere Situation. Zwei völlig verschiedene Arten der Regierungsform. Wir hatten auch schon im Vorgespräch drüber und gesprochen, weil der Jack Ma ja sich zumindest nicht geäußert hat. Keiner wusste, wo er ist. Inzwischen hat er sich ja dann doch geäußert. Das kann tatsächlich schon mal passieren, dass Leute vielleicht mal kurzfristig verschwinden oder langfristig verschwinden. Das klingt für uns ja ein bisschen fremd. Wie kann man das denn, also wenn wir das mal so hört, wie sollten wir das denn einsortieren? Naja, Sie haben das ja schon angesprochen. Das ist ein anderes politisches System. Das ist formal noch kommunistisch. Ich sage bewusst formal, denn alles das, was wir irgendwann einmal über kommunistische Systeme gelernt haben, das trifft auch China, wenn überhaupt, nur noch sehr begrenzt zu. Ich sage Ihnen den wesentlichen Unterschied. In der Geschichte haben kommunistische Systeme eigentlich immer nur Armut verwaltet, aber nie Reichtum geschaffen für ihre Bevölkerung. Für ihre Eliten, für ihre Spitzeneliten schon, aber nicht für ihre Bevölkerung. Das ist in China anders. Die chinesische kommunistische Partei ist zu Recht stolz darauf, hunderte von Millionen von Menschen aus absoluter Armut herausgeholt zu haben durch eine allseits beeindruckende wirtschaftliche Entwicklung über die letzten 40 Jahre. Daran gibt es nichts zu deuteln. Und das Zweite ist, das ist zwar formal ein kommunistisches System, eine Autokratie, wie immer Sie es nennen wollen, aber sie lebt nicht von Ideologie und sie lebt nicht davon, dass sie die Wirklichkeit vergewaltigt, um sie passend zu einer Ideologie zu machen, sondern sie vergisst die Ideologie, wenn die nicht in der Lage ist, Probleme in der Wirklichkeit zu lösen. Das nennen wir etwas banal Pragmatismus, aber diese Form des ja fast schon sogar abschreckenden Pragmatismus, der hat die letzten 40 Jahre Politik in China geprägt und auch erfolgreich gemacht.
Insofern ist das ein politisches System, das nach anderen Regeln, nach anderen Werten funktioniert, als die, die bei uns wichtig sind. Und das ist die eigentlich große Herausforderung bei diesem Aufstieg Chinas. Es ist eben kein Land, mit dem wir eine Wertegemeinschaft haben, wie wir sie gerne mit den Vereinigten Staaten zum Beispiel behaupten. Und wir werden keine Wertegemeinschaft mit China haben. Aber wir müssen trotzdem mit diesem Land umgehen, weil es auch für uns wirtschaftlich wichtig ist, aber eben nicht nur wirtschaftlich wichtig ist. Jedes globale Problem, das Sie heute angehen wollen, ob es Fragen der Unterentwicklung in Afrika ist oder die Zukunft des Klimawandels, ohne China gibt es keine Lösungen. Wir werden also Wege finden müssen, mit diesem Land halbwegs vernünftig umzugehen, obwohl es ein anderes politisches System ist und obwohl es andere Werte hat. Ich habe auch heute erst wieder gelesen, eine Auswertung vom Statistischen Bundesamt, dass China eben der wichtigste Partner wirtschaftlich für Deutschland eben ist. Also wie Sie ja schon gesagt haben, man muss miteinander kommunizieren, trotz der unterschiedlichen Werte und Vorstellungen. Und man darf vielleicht auch nicht versuchen, seine Werte da versuchen irgendwie unterzubringen, weil das wird uns nicht gelingen. Wir haben auch für vieles gar kein, also uns fehlt auch das Verständnis dafür. Und mir hat auf Instagram eine junge Dame geschrieben, die wohl da gerade lebt oder schon länger da eben schon lebt und hat gesagt, dass die Chinesen selber sehr glücklich, so allgemein, klar, es gibt immer mehr, mal weniger glückliche Menschen, aber dass die Zufriedenheit der Bevölkerung da schon recht hoch ist. Wie sind da Ihre Erfahrungen und Ihre Einschätzungen? Das kann ich nur bestätigen. Also es ist ausgesprochen schwierig, aus westlicher Sicht Umfrageergebnisse zu bekommen, die unseren Umfragestandards entsprechen würden. Aber man kann, glaube ich, schon sagen, 70-80% der Bevölkerung in China sind mit der Leistung ihrer Regierung zufrieden, haben infolgedessen auch kein großes Interesse, dass es zu mächtigen Destabilisierungen kommt oder vielleicht sogar einer westlichen Demokratie. Das war unser zentraler Fehler, nach 1989 zu glauben, jetzt ist es auch in China nur eine Frage der Zeit, bis der Kommunismus da zusammenbricht. Es ist eben ein anderer Kommunismus, einer, der mit wirtschaftlichen Reformen begonnen hat und nicht mit politischen Reformen und der so erfolgreich geworden ist. Ich glaube, die Menschen in China folgen einer Philosophie, die ich aus meiner Elterngeneration kenne. In den 50er und 60er Jahren hieß es auch bei uns einmal, unseren Kindern soll es einmal besser gehen. Wir wollen den sozialen, auch den materiellen Aufstieg. Deng Xiaoping hat irgendwann einmal den ganz simplen Satz gesagt, bemerkenswert für einen kommunistischen Parteiführer, reich werden ist gut. Und daran hat sich die chinesische Bevölkerung gehalten und das findet sie mehrheitlich in Ordnung. Wir müssen sehr aufpassen. Es gibt natürlich Dissidenten, nennen wir sie, Systemkritiker, wie immer sie das nennen möchten, die zu Recht zum Teil auch ihre Finger auf wunde Stellen dieses politischen Systems legen. Aber wir sollten aufpassen, dass wir den einen oder anderen, der sich bei uns Medienaufmerksamkeit erarbeitet, nicht überbewerten im Vergleich zu der Masse der chinesischen Bevölkerung, die noch einmal vermutlich mit der Leistung der Kommunistischen Partei durchaus einverstanden und zufrieden ist, auch wenn es wie in jedem anderen politischen System immer wieder zum Teil auch fundamentale Kritikpunkte gibt. Ja, das erleben wir jetzt ja auch gerade in einer besonderen Krise. Gibt es ja auch hier in unserem schönen Land, ja, wo viele sagen würden, ja, uns geht es hier nicht so gut, die Regierung macht ja eh, was sie will und so weiter. Also eine Unzufriedenheit kann auch in so einer wunderbaren Demokratie, in der wir ja jetzt leben, ziemlich groß werden. Und ist das aber so ein, ja, so ein immer noch so ein also aktuelles Wunschdenken, dass China irgendwann mal demokratisch werden könnte? Oder hat man sich politisch damit schon abgefunden und sagt, also die sind in ihrer Form, wie sie sind und jetzt kommen wir damit zurecht und wir wollen sie nicht versuchen, irgendwie mit Sanktionen, Bestimmungen oder was auch immer in unsere demokratische Richtung zu lenken? Naja, wenn wir ehrlich sind, hat das eigentlich nur ein grandioses Scheitern produziert über die letzten Jahre und Jahrzehnte hinweg, wo sie hinschauen, wo der Westen das versucht hat, zum Teil mit militärischen Mitteln, zum Teil mit Sanktionen. Es hat überall nur zum Desaster geführt. Die Reihe der betreffenden Staaten ist lang. Die reicht von Afghanistan über den Irak bis nach Libyen und Syrien. Wir haben uns getäuscht in der Erwartung, dass in China, wenn dort Mittelschichten entstehen, ein ähnlicher demokratischer Drang entsteht, wie wir ihn
aus unseren Ländern kennen, wie wir ihn zum Teil auch aus anderen Transformationsländern kennen. China tickt da tatsächlich ein Stückchen weit anders, hat eine andere Kultur, ein anderes Selbstverständnis und ganz offensichtlich auch einen anderen, einen autokratischen Weg gefunden, politische Stabilität zu erhalten. Und das ist eines der wichtigsten Güter für dieses politische System. Die tun alles, um politische Stabilität zu erhalten. Das tut man in einem autokratischen System sicherlich mit Methoden, die man in Demokratie nicht so ohne weiteres anwenden würde. Aber wir müssen, glaube ich, anerkennen, das ist ein anderes Land, das ist eine andere Kultur, das ist ein anderer Hintergrund. Und insofern erleben wir jetzt auch, dass der Wettbewerb zwischen Demokratie und Autokratie beschworen wird. Ich würde gar nicht so sehr auf den Wettbewerb setzen, sondern eher tatsächlich diesen etwas belasteten Begriff der Koexistenz verwenden. Wir werden lernen müssen, mit diesem autokratischen China erfolgreich umzugehen, und zwar nicht nur wirtschaftlich, sondern auch in den Fragen, die uns im politischen Bereich, im Bereich globaler Zusammenarbeit und Ähnlichem wichtig sind. Pandemiebekämpfung gehört genauso dazu wie Bekämpfung von Klimawandel, Sicherung von Umweltschutz, Ressourcenfragen und Ähnliches mehr. Ja, wir haben ja, was ich vorhin ja schon gesagt habe, immer die Frage nach Sicherheiten und Krisen, die man glaubt. Inwieweit ist denn China auch bemüht, tatsächlich mit allen anderen Frieden zu haben? Also sind die inzwischen so stark auch in ihrem Bewusstsein, dass sie, man sieht es ja auch mit den USA, mit den Machtkämpfen, nenne ich es jetzt mal, dass sie schon ihre Stellung beziehen. Aber ist das eher so, also ist es begründet, dass die Leute sagen, oh, die könnten mal zu einer Krise führen, also dass sie quasi nicht mit sich machen lassen, was man glaubt, mit ihnen tun zu können? Oder sind die eher so, dass sie schon ja auf die friedliche Absichten haben, quasi auch, dass ja alles gut ist? Ja, natürlich. China braucht Frieden und Stabilität auch in seiner Nachbarschaft, um seinen ökonomischen Entwicklungsweg weiterzugehen. Aber da muss man ganz realistisch auf solche Entwicklungen schauen. Was wir beobachten, ist eigentlich völlig normal. Wenn ich Ihnen ein Land gebe dieser Größenordnung mit 1,4 Milliarden Menschen und dieses Land über 4 Jahrzehnte im Durchschnitt 2-stellig wirtschaftlich wachsen lassen, dann ist es völlig normal, dass nach 40 Jahren dieses Land in der Lage ist, aus seiner ökonomischen Leistungsfähigkeit auch politischen Einfluss zu machen und am Ende, das darf man nicht vergessen, auch militärische Einflussfähigkeiten entwickelt. Das ist der Prozess, den wir gerade erleben. Noch einmal, er ist normal, er ist für sich genommen legitim, er wird im Westen als Herausforderung gesehen, übrigens sehr viel stärker in den Vereinigten Staaten als bei uns in Europa. Aber das wird nichts daran ändern, dass China mit großem Selbstbewusstsein und eigentlich kann man sagen, nichts wächst in diesem Land schneller als das nationale Selbstbewusstsein, daran geht, etwas zurückzuerobern, was man aus chinesischer Sicht für selbstverständlich hält, nämlich die internationale Führungsrolle. Und chinesische Eliten haben da, denke ich, eine sehr lange Perspektive. Sie haben klar im Kopf die Erniedrigung, die ihr Land hat erdulden müssen nach 1840 durch den Einbruch der westlichen Kolonialmächte. Diese Zeit ist vorbei. China agiert selbstbewusst und stützt dieses Selbstbewusstsein auf seine Leistungsfähigkeit. Das wird sich erst recht im technologischen Bereich, wenn es an Digitalisierung geht, dieser Tage können Sie es im Weltraum beobachten, ob das Einholen von Mondgestein mit einer unbemannten Sonde ist oder Flüge zum Mars oder was auch immer. Taikonauten bevölkern das Weltall genauso wie Kosmonauten und Astronauten. Das ist Ausdruck des Selbstbewusstseins dieses Landes und das wird weiter wachsen. Schauen wir uns mal die andere Perspektive an. Wir sehen ja einen unwahrscheinlich schnellen Wirtschaftswachstum. Ist vielleicht die chinesische Regierungsform noch eine bessere als unsere Demokratie? Also was den Wirtschaftswachstum betrifft? Na, also schauen Sie, Demokratien haben nach dem Zweiten Weltkrieg auch ein Wirtschaftswunder, haben wir das in Deutschland genannt, hingelegt. Soweit würde ich nicht gehen zu sagen, Autokratien sind Demokratien überlegen. Das ist eine andere Staatsform. Manchmal ist sie schneller, wie man bei der Pandemiebekämpfung sehen kann. Aber das heißt nicht, dass Demokratien deswegen nicht leistungsfähig sind, nur weil sie die ein oder andere Entscheidungsschleife etwas länglicher ziehen, als dass ein autokratischer Herrscher
mit einer sehr markanten Spitzenposition, die entscheidet, wo der Weg hingeht, tut. Also ich glaube, man sollte das Kind nicht mit dem Bade ausschütten und nur weil autokratische Herrscher auch mal das Richtige tun, gleich die Demokratien ins Abseits der Geschichte verbannen. Lassen Sie mich das noch sagen. China ist eine erfolgreiche Autokratie. Ja, das kann man sagen. Aber wie viele Autokratien gibt es, die eben nicht erfolgreich sind? Schauen Sie sich Herrn Bolsonaro in Brasilien an. Schauen Sie sich die meisten Länder in Afrika an, die nicht demokratisch regiert werden. Da ist man nicht geneigt, von Erfolg zu sprechen. Es gibt also keinen Automatismus, dass Autokratie deutlich Demokratien überlegen ist. Im Gegenteil. Das wird ein Wettbewerb bleiben, der ein Stückchen weit ja auch Geschichte auszeichnet. Und ich bin alles andere als skeptisch, was die Zukunft von Demokratien und deren Leistungsfähigkeit angeht. Aber sie muss tagtäglich unter Beweis gestellt werden. Und im Übrigen, es gibt noch eine andere Regel. Den chinesischen Kommunisten können sie ein Kompliment machen. Das heißt, sie haben in den letzten 40 Jahren keine nennenswerten Fehler gemacht, wenn es an die Erhaltung von Stabilität und Wirtschaftswachstum ging. Vorsicht, das ist keine Garantie, dass nicht morgen ein Fehler passiert. Das sind die berühmten schwarzen Schwäne, die wir erlebt haben, im Positiven wie im Negativen. Vor denen ist auch China nicht ganz gefeit. Insofern halte ich es für verfrüht, da schon eine endgültige Gleichung setzen zu wollen. Okay, das berührt mich jetzt, dass wir dann doch unsere Demokratie noch weiter positiv benennen können und behalten können. Ich bin ja eine Demokratin durch und durch und sehr, sehr dankbar, dass wir eine haben. Und fände es tatsächlich nicht so schön, wenn wir noch mal eine andere Form umdenken sollten. Aber es ist eben auch eine Staatsform, die chinesische, die eben ihre Berechtigung hat. Sie ist da und sie ist zumindest in China, ist sie eben erfolgreich. Sie machen einiges richtig. Wie ist denn die Prognose aus Ihrer Sicht für die Zukunft? Kommen wir jetzt mal auf den Bezug, dass die Leute ja investieren möchten auf dem chinesischen Markt und sagen, wo geht denn die Reise hin? Also wenn Sie all meinen Kollegen zuhören, die sich um die Verschiebung der wirtschaftlichen Gewichte von West nach Ost Gedanken machen, dann muss die Antwort auf Ihre Frage heißen, wenn Sie nicht, ich sage es mal generell, auf dem asiatischen Markt unterwegs sind als Investor, dann machen Sie was fundamental falsch. Das gilt auch bei allen Zugangsschwierigkeiten, aber mittlerweile kann man das ja auch per ETF schon ohne weiteres auch auf dem chinesischen Markt machen. Das gilt auch für den chinesischen Markt, der eine beachtliche Performance hingelegt hat. Aber ich würde an der Stelle allerdings auch sagen, vergessen Sie nicht, Asien ist ein bisschen größer als China. China gehört sicherlich dazu, ist sicherlich ein Zukunftsmarkt, wenn Sie sich anschauen, wie schnell die chinesische Wirtschaft sich auch wieder aus der Pandemie herauskämpft, wie sie andere frühere Wirtschaftskrisen, die Finanzkrise von 2007, 2008 halbwegs heil überstanden hat, ist das schon ein Faktor, wo man sagen kann, wer langfristig denkt, der muss auch in seinen Investitionen an Asien denken, das schließt China ein. Aber lassen Sie uns Länder wie Indonesien oder Indien oder zur Erinnerung auch Japan nicht vergessen. Das sind alles Ökonomien, die sich zukunftsorientiert aufzustellen versuchen. Und das ist, glaube ich, das, was für jeden Investor der entscheidende Gedanke ist. Es wird Krisen geben, es wird ruckeln, es wird vielleicht auch mal etwas wieder schwieriger werden. Aber mit einer langfristigen Perspektive ist man, glaube ich, mit Asien gut bedient. Also ein Plus für den asiatischen Markt ist halt ist die, ich glaube, die Schnelligkeit des asiatischen Marktes, ne, der eben vorherrscht, haben wir gerade Japan jetzt angesprochen. Also ich bin ja japanischer Teetrinkerin. Also ich sorge für den Grüntee-Umsatz. Was haben wir denn, also welche Branchen sind denn besonders stark auf dem asiatischen Markt? Ach, das kann ich Ihnen nicht wirklich sagen. Es gelten zum Teil die Regeln auch noch für sehr traditionelle Branchen. Ich nenne mal als Beispiel Stahlproduktion. Wenn so viel gebaut wird, wie das in Asien der Fall ist, dann sind auch ganz herkömmliche Branchen nicht zu verachten. Aber alles, was mit im weitesten Sinne Digitalisierung zu tun hat, mit Zukunftstechnologien, das sind nicht nur im asiatischen Bereich, aber eben auch dort, glaube ich, die Zukunftsbranchen. Ansonsten ist es unglaublich schwer, wie Sie wissen, in solchen Fragen zu generalisieren. Und eine der Herausforderungen
der wir uns sicherlich stellen müssen, ist, dass asiatische Märkte ein Stückchen weit verschlossener sind für uns. Wir verstehen sie nicht wirklich. Es ist auch gar nicht so einfach, beispielsweise verlässliche Daten zu bekommen. Wenn Sie versuchen, ein westliches Unternehmen etwas genauer unter die Lupe zu nehmen, dann haben Sie üblicherweise einen leichteren Datenzugang, als wenn Sie das mit einem chinesischen Staatsunternehmen tun wollen oder mit einem anderen Unternehmen, das irgendwo in Asien sitzt. Das gilt sicherlich auch für Japan, das gilt sicherlich auch für Indien. Also die Informationszugangshürden sind nicht zu verachten. Insofern ist das Credo einer breiten Streuung und eines vorsichtigen Zugangs sicherlich angemessen. Wenn Sie Langfristigkeit dazu kombinieren, setzt bei mir allerdings Entspannung bei jedem Engagement auf dem asiatischen Markt ein. Ja, also ETF ist eine super Möglichkeit, haben Sie ja schon angesprochen. Ich hatte letzte Woche auch der Community einen rausgesucht und vorgestellt. Ist eben die einfachste Form, denke ich, momentan sich daran zu beteiligen, weil ansonsten ja müsste man die Unternehmen wahrscheinlich eher nach dem Namen aussuchen, wie Sie ja schon gesagt haben. Auch die Kennzahlen sind nicht so einfach zu bekommen. Nach Firmenlogo, Firmenfarbe, wie das gefällt ein bisschen außer. Genau danach sollten Sie eine Investition nicht aussuchen, das wissen Sie. Das ist das Problem ein bisschen dabei. Ja, es war auch nur ein Spaß, aber wie Sie gerade gesagt haben, es ist halt einfach schwierig, ne, da genau zu schauen und das eben zu analysieren und zu gucken. Dennoch denke ich, ist es aber ein sehr interessanter Markt, den ja eben auch viele Leute für sich erschließen möchten. Haben Sie denn einen Tipp, wenn es jetzt nicht das Firmenlogo, Firmenfarbe ist, wo Sie Nein, sagen? ich würde Ihnen, also zunächst einmal müsste ich dann auf Regress aufpassen. Wie Sie wissen, auch das ist nicht ganz ernst gemeint. Nein, der Tipp kann nur in zwei Worten bestehen: breit und langfristig. Und ein einziges chinesisches Unternehmen beispielsweise herauszugreifen, falls Sie überhaupt in der Lage sind, das auf dem Shanghaier Aktienmarkt käuflich erwerben zu können, das ist ein gewaltiges, punktuelles Risiko, das ich ohne weiteres nicht eingehen würde. Wenn Sie das Unternehmen wirklich gut kennen, aus welchen Gründen auch immer, vielleicht, aber ich würde immer dazu raten, in einer breiten Absicherung, also sprich beispielsweise mit ETFs und ähnlichen Dingen, den Markt insgesamt in den Blick zu nehmen. Das ist eindeutig die sichere Variante, als auf einzelne Unternehmen zu setzen, deren Innenleben, deren Management, auch deren politische Risiken man zum Teil nur sehr begrenzt kalkulieren kann. Wenn wir jetzt nochmal den gesamtasiatischen Markt betrachten, gibt es da so ein Land, wo Sie sagen, das ist der Geheimtipp der nächsten Jahre, wo Sie glauben, da wird unheimlich viel passieren? Ach, die Geheimtipps, die werden unter der Hand weitergereicht, das wissen Sie genauso gut wie ich. Also ein Geheimtipp, der immer wieder genannt wird, ist Vietnam. Schauen Sie sich Vietnam an. Auch das ist ein kommunistisches Reformsystem, das für viele Auguren erhebliches Potenzial hat. Aber wie gesagt, da gilt eben die spannende Frage: Verlassen Sie sich auf Geheimtipps oder lieber nicht? Meine Antwort dazu heißt lieber nicht. Jeder asiatische Markt hat seine Besonderheiten. Das ist völlig normal. Das ist im Westen nicht anders. Auch da heißt es, wenn Sie breit streuen, wenn Sie nicht nur auf einen Markt setzen, auf Gedeih und Verderb, sind Sie sicherlich besser unterwegs, als wenn Sie das anders tun. Wenn ich das mal zusammenfasse, dann würden Sie schon sagen, sollte man, also gehört das ins Portfolio Asien in welcher Form auch immer, ETF, und dann eben nicht nur vielleicht China, sondern auch Indien und so weiter. Also es gehört quasi einfach dazu, weil die wirtschaftliche Entwicklung in den nächsten Jahren wahrscheinlich sehr hoch und positiv Naja, sein wir wird. erleben es ja gerade bei den derzeitigen Aktienständen trotz Corona. Jeder, der versucht, die hohen DAX-Werte zu erklären, argumentiert mit dem Hinweis, die Börse registriert Zukunft und nicht Gegenwart und Vergangenheit. Und wenn dem so ist, dann muss man sagen, ja, die Zukunft scheint tatsächlich ökonomisch deutlich nach Asien zu driften. Und das bedeutet, wer sich langfristig investiv oder unternehmerisch orientiert, der muss diese Märkte mit in den Blick nehmen. Das ist eine Selbstverständlichkeit. Das ist kein Geheimwissen mehr. Ja, da habe ich vorhin noch mit jemandem drüber gesprochen, über die Börsenentwicklung jetzt während Corona und jetzt von der Vergangenheit, also den vergangenen Wochen und Monaten. Da sind ja schon die ersten wieder, die sagen, oh, jetzt müssen wir aufpassen. Das könnte auch eben der Rückläufer geben. So positiv ist dann die Zukunft vielleicht doch nicht, wie sie aktuell abgebildet ist.
Also Ja. auch ein Wenn wir bisschen. das wüssten, wären wir alle zusammen ein gutes Stückchen reicher, nehme ich an. Das ist nun mal Ja. Gott. Gibt es noch etwas, was Ihnen jetzt wichtig ist in Bezug auf die Wirtschaft? Sie sagen, das möchten Sie uns gerne noch erzählen. Also, als Sie mich ursprünglich angesprochen haben, haben Sie sehr viel über Menschenrechte geredet. Und wir haben eigentlich gar nicht so viel über Menschenrechte geredet. Das ist mein geredet. Thema, genau. Das ist, deshalb will ich Ihnen dazu nur einen ganz, das ist eine heftige Diskussion. Wenn Sie in Ländern, die nicht unserem Wertesystem angehören, investieren wollen, dann müssen Sie sich mit einer solchen Frage auseinandersetzen. Wenn Sie das mit ein paar Tausend oder vielleicht auch ein paar Zehntausend Euros als Investor an Börsen tun, ist das nochmal was anderes, als wenn Sie es als Unternehmer tun, der das vielleicht Handel treibt oder sogar produziert oder wie auch immer. Ich finde, wir brauchen ein Verständnis, das multidimensional ist, wenn es an Außenwirtschaft und Außenpolitik geht. Es gibt nie nur die hehren Interessen von Menschenrechten. Es gibt nie nur die schnöden Interessen von Wirtschaftsinteressen. Es muss immer beides geben. Und das heißt, dass man abwägen muss, auf welcher Ebene man gerade unterwegs ist. Man muss mit chinesischen Gesprächspartnern nicht verschweigen, was man von Tibet, Xinjiang oder von mir aus dieser Tage auch von Hongkong hält. Wenn man es ohne erhobene Zeigefinger tut, ist meine Erfahrung zumindest, dass man dort auch Ansprechpartner findet, mit denen man zumindest in einen kritischen Diskurs kommt. Also man muss es nicht verschweigen, aber man darf es auch nicht sakrosankt setzen. Wer glaubt, wertegeleitet Außenpolitik machen zu müssen, der ist irgendwann ziemlich schnell einsam, weil es nur noch sehr wenige Partner gibt, mit denen er Wirtschaft oder Politik betreiben kann. Nicht mal bei den Vereinigten Staaten kann man sich sicher sein, ob alle Werte, die ein Donald Trump vertritt, tatsächlich europäische Werte sind. Also das ist ein bisschen schwierig. Und wenn man sich dann ins Glashaus setzt, und das ist mein eigentliches Anliegen, und behauptet, man würde diese Werte sakrosankt setzen, aber sich dabei erwischen lässt, wie man sie selbst verletzt, dann tut man diesen Werten, die einem scheinbar so wichtig sind, wirklich keinen Gefallen. Im Gegenteil, man beschädigt sie, man beschädigt ihre Sichtbarkeit, ihre Glaubwürdigkeit, und das sollten wir tunlichst vermeiden. Mit China, auch mit vielen anderen Staaten, wird das ein dauerhaftes Thema bleiben. Wir dürfen nicht schweigen, aber wir dürfen auch nicht so tun, als hätten wir die Moral mit Löffeln gefressen. Ja, Sie haben es schon gesagt, das war ja mein Thema, weil ich bin da tatsächlich sehr hin und her gerissen, was das Investieren angeht. Ich bin mir völlig bewusst, dass ich meine Werte nicht eins zu eins übertragen kann und auch nicht darf, dass ich da natürlich auch Respekt vor anderen Werten und Einstellungen, was ich habe. Ich frage mich halt immer nur, inwieweit muss ich denn da mitmischen, wenn es halt eben wirklich so. Ja, also ich tue mich da wirklich sehr, sehr schwer mit und ich spreche da auch gerne drüber und höre mir andere Leute an. Sie haben ja auch gleich gesagt, ja natürlich, Sie investieren da in den Markt, weil Sie eben auch ihre Sichtheit haben. Sie sagen ja auch, die haben andere Werte, damit müssen wir klarkommen, was wir ja auch tun. Und es besteht kein Grund, es nicht zu tun, quasi. Ne, und ich bin da halt immer noch so ein bisschen, ja. Inwieweit, wenn ich investiere, muss ich meine eigenen Werte, also für mich wäre es ein großes Stück momentan zurückfahren. Ne? Also das, aber das ist ein Fall, mit dem muss man sich auseinandersetzen. Jeder, der uns jetzt zuhört, muss diese Frage individuell für sich beantworten. Sie wissen, im Augenblick ist nachhaltiges Investieren so ein besonders gehypter Trend, hätte ich beinahe gesagt. Was Nachhaltigkeit an der Stelle ist, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Ob die Chance auf schnelle Gewinne sie blind macht gegenüber Kinderarbeit, Ressourcenverschleuderung oder ähnliche mehr, das ist eine spannende Frage. Darauf gibt es keine allgemeine Antwort. Jeder für sich. Ja, das ist übrigens mein Mann, der ist sonst immer im Hintergrund. Und mein Mann, das habe ich mir jetzt fast gedacht. Schönen guten Abend. Gut, dass ich der Mann bin und nicht der Liebhaber, ja. Sehen Sie mal. Ganz, ganz spannendes Thema. Ich bin normalerweise stiller Zuhörer bei den Interviews, aber ich finde das so spannend, dass ich hier mal kurz gefragt habe, ob ich auch mal was fragen darf. Und zwar, Sie hatten ja vorhin schon angesprochen, dass wir uns auch darauf einlassen müssen, dass die Werte verschieden sind, dass das Denken verschieden ist, dass die Handlungen verschieden sind.
Darauf lassen wir uns ja auch ein. Es ist ja auch bei viel in dem Business, das gemacht wird mit China, werden viele Sachen weniger hart angesprochen, als man das vielleicht der ein oder andere sich wünscht. Aber ich gehe davon aus, das ist ja ein Miteinander. Wir können ohne China nicht mehr, immer und immer mehr. Und auch China kann ja ohne den Rest der Welt nicht unbedingt. Also das Business ist ja... Das ist ein ganz richtiger Gesichtspunkt. Lassen Sie sich auch auf uns ein. So, aber selbstverständlich. Den wir gar nicht so sehen von hier aus. Also das ist ein wichtiger Gesichtspunkt. Das ist auch ein bisschen im Augenblick, das taucht immer wieder mal auch in der Wirtschaftspresse auf, das Stichwort Abhängigkeit von China. Wir haben uns von China in Abhängigkeit begeben. Das ist richtig. Gilt aber auch umgekehrt. Ob Sie jetzt Abhängigkeit als Interdependenz beschreiben oder einfach als abhängig. Abhängigkeiten sind immer in beide Richtungen. Ein chinesisches Unternehmen, das Kabelbäume für deutsche Autos baut. Ja, die deutschen Automobilhersteller sind von diesem Unternehmen ein Stück weit abhängig. Aber die chinesischen Partner sind davon abhängig, dass diese Kabelbäume bezahlt werden. Und so entsteht eine Abhängigkeit nach der anderen. Ich sage Ihnen ein anderes, heiß diskutiertes Beispiel. Die berühmte Abhängigkeit von den Erdgaslieferungen aus Russland wegen Nord Stream 2. Sind wir von Russland abhängig? Wenn Sie so wollen, waren wir immer von Russland abhängig, auch in den wilden Zeiten des Kalten Krieges. Aber vergessen Sie nicht, diese Abhängigkeit ist umgekehrt. Wenn Russland keine Devisen für sein Erdgas bekommt, dann ist selbst dieses etwas waghalsige Wirtschaftssystem, das Wladimir Putin aufgebaut hat, durchaus bedroht. Also Abhängigkeiten sind beiderseits, das ist der Grundbestandteil von Globalisierung gewesen. Dass man gelegentlich versucht, jetzt Lieferketten wieder etwas stärker zu schützen, das verstehe ich. Das kann auch nicht unbedingt falsch sein. Aber wir leben davon, gerade wir Deutschen leben davon, dass diese Form der Globalisierung funktioniert. China ist durch diese Globalisierung reich geworden, wenn Sie so wollen, wir aber auch. Das ist ein wichtiger Mechanismus, der uns immer wieder klar sein soll. Einseitigkeiten gibt es in diesen Fragen nicht. Man wächst ja dann noch zusammen, auch an so ist das. Schauen Sie, schauen Sie sich die deutschen Automobilunternehmen an, ohne ihre Absatzzahlen in China. China hätte ein anderes Gesicht. Die Straßen würden anders aussehen, die Städte würden anders aussehen. Aber unsere Unternehmen, einschließlich der dazugehörigen Arbeitsplätze, auch bei uns, würden auch anders aussehen. Meine Vergangenheit, also ich bin immer aus der Automotive-Branche, war in der Vergangenheit auch im Railway tätig und habe dadurch auch gelernt, wie viel in China bewegt werden soll in den nächsten Jahren. Also wir haben ja schon einen Wahnsinnsanstieg. Das war schon, wenn ich dran denke, als früher ein großes Tara gemacht wurde, als BMW die ersten Motoren von ihren Motorrädern in China hat bauen lassen. Da haben wir zum ersten Mal gehört, wie viele Millionenstädte es überhaupt in China gibt. hätten wir uns nie träumen lassen. Wir dachten, die wohnen alle noch auf kleinen Dörfern. Und jetzt in der Railway-Branche, ich weiß, wie da gerade gebaut wird. Ich weiß, wie viele Hochgeschwindigkeitszüge da gebaut werden. Und ich weiß auch, wie viel Luft noch nach oben ist, was da bewegt werden kann. Jetzt habe ich aber aus meinem ökologischen Verständnis, wie viel Luft haben die denn eigentlich, also von Leuten, die bewegen können, die Mittelschicht, also wird immer größer, Leute wollen sich bewegen, Leute wollen reisen, aber irgendwann müssen die ja auch mal an so einen Top kommen, wo man sagt, wir können nicht noch mehr wachsen bei so vielen Leuten. Denke ich da noch zu klein? Ist das wirklich, ist China so großläufig, dass da im Moment noch wirklich das Land der unbegrenzten Möglichkeiten ist? Oder müssen die sich auch langsamer Gedanken machen, wir können nicht, ich weiß nicht, wie viele Millionen Leute bewegen, es geht nicht, wir müssen auch irgendwann mal einfach mal einen Cut machen. Das kann automatisch passieren. Also es gibt schon ein paar Limitierungsfaktoren in der chinesischen Entwicklung und eine davon ist Demografie. Die Überalterung der chinesischen Gesellschaft wird zu einem gewaltigen Problem in den nächsten Jahrzehnten werden, wo keiner, weder im Ausland noch wahrscheinlich in China selbst, wirklich eine allseits zufriedenstellende Antwort hat. Irgendein Spaßvogel hat einmal gesagt, China wird alt, bevor es reich wird. Und das ist eine Frage der Demografie. Es ist jetzt gerade wieder die berühmt-berüchtigte Ein-Kind-Politik gelockert worden. Und in den letzten Wochen haben wir vielfältige Berichte in den Medien bekommen, die sagen, die Menschen wollen aber gar nicht mehr Kinder. Kinder kosten Geld, Kinder schränken die Beweglichkeit ein und. Eine Debatte,
wie ich auch aus Deutschland und aus dem Westen von vor 2 oder 3 Jahrzehnten letztendlich erinnere. Die 2-Kind-Familie, der 6, 7, 8 Kinder hat, ist komisch angeguckt worden. Was machen die denn? Wenn wir ehrlich sind, war es bei uns genauso. In China war die Situation sehr viel existenzieller, weil sie eine Bevölkerung von 1,4 Milliarden auch ernähren müssen und China ganz simpel ernähren müssen. Und China ist längst von Nahrungsmittelimporten abhängig, aus Afrika, aus Lateinamerika. Sie haben Land in der Ukraine gekauft, und zwar landwirtschaftliche Nutzfläche gekauft und ähnliches mehr. China braucht alles an Ressourcen, um seine riesige Bevölkerung und auch seine wachsende Wirtschaft zu ernähren. Vor einigen Jahren haben Ökonomen das Ende des Wirtschaftswachstums vorausgesagt, weil sie gesagt haben, nirgendwo auf der Welt gibt es genügend Ressourcen, um dieses Wirtschaftswachstum dauerhaft vorzuhalten. Also da gibt es Limitierungsfaktoren. Die muss man aber der chinesischen Regierung nicht erklären, die wissen das. Die wissen das beispielsweise auch, was die Frage Umwelt, und da kommen wir zurück zu der gesamten Verkehrsplanung, was umweltpolitische Konsequenzen angeht. Umgekippte Flüsse, dreckige Luft, einschließlich der gesundheitspolitischen Folgen, die das hat, etwa beim Anstieg von Krebszahlen und ähnliches mehr, das alles ist bestens bekannt. Niemand muss der chinesischen Regierung erklären, dass sie da was tun muss, und sie tut auch was. Das ist nicht nur Augenwischerei für den Westen oder ein gefälliges Reden, sondern das ist konkrete innenpolitische Notwendigkeit, damit die Menschen eben nicht nur froh darüber sind, dass sie allmählich reicher werden, sondern auch zufrieden damit sind, dass sie gesund alt werden können. Im Augenblick ist das in vielen Bereichen, wenn Sie einmal an einem Smogtag in Peking oder Shanghai oder einer der großen Städte gestanden haben, dann wissen Sie, was das heißt. Das ist kein Vergnügen mehr. Dort werden Masken tatsächlich getragen, um Staubpartikel aus der Luft abzuhalten und nicht irgendwelche kleinen Viren. Das ist richtig. Also ich wollte auch gar nicht irgendjemandem was aufzeigen. Das war wirklich meine Frage. Dadurch, dass ich die Transportbranche, wie gesagt, ganz gut kenne, dass ich weiß, was da noch passieren kann in den nächsten Jahren oder passieren wird in den nächsten Jahren, was da geplant ist, kurzfristig und mittelfristig. Das ist übrigens mein Tipp für das Invest, die Transportbranche in China. Ich wollte da auf gar keinen Fall irgendjemanden was, also der Regierung jetzt zeigen, ihr müsst da an was denken. Das war jetzt eher für das Investment. Mittelfristig in Ordnung, langfristig weiß ich nicht genau. Also ich persönlich weiß nicht, ob das da der Transport unbedingt noch gut ist, weil irgendwann muss einfach mal Cut passieren auch. Wie Sie eben schon sagen, also irgendwann passen ja auch die Autos nicht mehr alle auf den Parkplatz, hätte ich beinahe gesagt, nicht mehr in die Stadt. Die lachen ja über 3 Millionen Leute, die wir in Berlin haben. Das ist ja keine Großstadt. Ja, kleineres Dorf. Ne, genau. Ich bedanke mich, ja, ich klinge mich aus, sonst bin ich hier der... Kein Problem, gerne. Aber spannend finde ich ja gerade, dass ja eben der asiatische Markt ganz groß bei uns im Westen ja Autos kauft und damit jetzt eigentlich ja auch ein Problem hat und bekommt, haben wir bestimmt mal gerade auch gesagt, ne? Feinstaubpartikel und so weiter. Das sind ja Probleme, mit denen die dann auch dann ja zu kämpfen haben, während wir Jetzt muss man noch einen Aspekt prognostisch anführen. Ich habe eben schon gefragt, wenn Sie sagen, wohin investieren, alles, was mit Digitalisierung zu tun hat, jetzt fällt noch so ein Zauberwörtchen, das heißt E-Mobilität. Das hat natürlich auch mit den umweltpolitischen Konsequenzen des überbordenden Autoverkehrs. China hat im Prinzip, wenn Sie es mit Asien vergleichen, die Phase des Mopeds übersprungen und ist vom Fahrrad sofort aufs Auto umgestiegen. Und das in Größenordnungen, die VW und BMW-Manager natürlich zur Begeisterung getrieben haben. Straßenbau, ich kenne Peking noch ohne Ring. So, irgendwo müssen diese ganzen Autos fahren, ist ein bisschen zu viel gesagt. Sie stehen ja eben auch viel auf den innerstädtischen Autobahnen. Und wenn man mal fahren möchte, muss man eigentlich als Chinese nach Europa kommen, wenn man es sich leisten kann. Hier kann man dann das Auto, das man zu Hause besitzt, dann auch mal auf einer deutschen Bundesautobahn entsprechend fahren. Das gibt es tatsächlich. Also all das, was in diesem E-Mobilitätsbereich entsteht, und das erweitert sich natürlich. Wir sind ein bisschen daran gewöhnt, dass wir die Technologie liefern und dann wird in China produziert und Chinesen kaufen es. Wir müssen uns auf den Gedanken einstellen, dass Zukunftstechnologie in Zukunft in China erfunden, in China produziert und bei uns verkauft wird. Ich bin ziemlich sicher, dass viele unserer deutschen Automobilunternehmen
die ja ein Kernbestandteil unseres Wirtschaftssystems sind, in Zukunft mächtige Wettbewerber haben werden im Bereich von E-Mobilität. Das gilt aber auch für Flugzeugbau. Das gilt für viele Bereiche, nicht nur im Bereich des Transports und des Verkehrs, sondern weit darüber hinaus. China ist heute das Land, in dem jährlich die meisten Patente angemeldet werden, nicht mehr wir. Wir sollten das vorsichtig im Hinterkopf behalten. Das gilt beispielsweise auch für unseren technologisch sehr weit fortgeschrittenen Mittelstand, der in wachsendem Maße auch von chinesischen Wettbewerbern zu spüren bekommt und merkt, dass der Wettbewerb tatsächlich ein globaler geworden ist. Und China spielt da munter mit. Das wird sich massiv verändern. Aber um Ihre Frage nochmal aufzunehmen, je weiter Sie in die Zukunft schauen, desto riskanter wird es. Es kann alles Mögliche passieren. Kein Mensch von uns hätte vor 2 Jahren den Begriff Lockdown überhaupt zu übersetzen vermocht. Heute leben wir darin. Und solche Risiken sind eben auch im Falle der chinesischen Entwicklung wirklich nicht auszuschließen. Sie müssen sie mitdenken. Es gibt im Südwesten Chinas ein Gartenbaumuseum. Und wenn Sie jemals die Möglichkeit haben, das zu besuchen, das ist eine große Freifläche, dann werden Sie dort schwarze Schwäne zu Dutzenden sehen. Und mit diesen schwarzen Schwänen müssen Sie immer rechnen, auch im Falle Chinas. In China gibt es sie wirklich in diesem Museum, aber wir benutzen diesen Begriff ja normalerweise in übertragender Hinsicht. Ja, ganz spannend, ganz interessant. Da fällt mir noch gerade ein, was mir mit dem Kopf schoss. Es war ja auch von Asien generell sehr, sehr schlau, sich viel von Technologien abzugucken und nicht mehr einfach nur blind das zu produzieren, was sie in Auftrag bekommen haben, sondern sich genau abzugucken, was hier in den Fabriken fabriziert wird und es dann ja mit nach Hause zu nehmen, zu verbessern und dann eben von der anderen Seite zu verkaufen. Das sind ja auch kluge Schachzüge. Naja, Schutz geistigen Eigentums, großes Thema. Jetzt müssen wir fair sein. Wir haben das genauso gemacht. Naja, sag ich, das ist ja klar. Die Jahren von den Briten und die von uns. Die Japaner waren eine echte Herausforderung. Taiwan und Südkorea waren eine echte Herausforderung. Aber jetzt kommt halt dieses riesige China mit 1,4 Milliarden Menschen. Da ist die Herausforderung quantitativ einfach ein Stückchen größer. Ich nenne das gerne imitative Innovation. Die bauen nämlich nicht nur nach, sondern die versuchen es auch zu verbessern. Das macht sie wettbewerbsfähig. Und als solches ist das jetzt nicht weiter dramatisch. Schutz geistigen Eigentums ist natürlich insofern eines der wichtigen Themen im ständigen Dialog mit China. Wenn ich das nicht ganz falsch sehe, tun sich da durchaus positive Dinge, aber nicht, weil die Chinesen anfangen, nett zu uns zu werden, sondern weil der Schutz geistigen Eigentums auch für chinesische Patentbesitzer ein echtes Problem wird. Und wenn eigene Firmen bei der Regierung vorstellig werden nach dem Motto, da hätten wir aber gerne Patentschutz oder Eigentumsschutz, dann ist das was anderes, als wenn irgendwelche Leute aus dem Westen kommen. Die zu beklauen, ist vielleicht etwas leichter möglich als chinesische Wettbewerber. Ja, vielen Dank. Also von meiner Seite aus sind alle meine Fragen beantwortet. Ich hadere immer noch so ein bisschen mit mir, wie ich investiere, wo ich investiere, was ich investiere. Das mache ich ja beim stillen Kämmerlein mit mir aus. Es gibt ja so viele Sachen, wo man investieren kann. Von daher, das ist wohl wahr, ja. Von daher darf ich noch so ein bisschen mit mir, mein Mann ist da mutiger und hat da seine eigene Ansicht, ist ja auch völlig in Ordnung. Von daher, solange es keinen Ehekrieg gibt, ist es alles in Ordnung. Vielen, vielen Dank für das sehr spannende Interview. Möchten Sie noch ein abschließendes Wort sagen? Ach, ich glaube, ich habe Ihnen alles gesagt, was ich weiß. Als abschließendes Wort kann ich Ihnen nur sagen, toi, 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 ich wünsche Ihnen ein glückliches Händchen bei der Auswahl Ihrer Investments, aber das gilt halt eben nicht nur für China, sondern jeder, der sich auch nur in die Nähe der Börse wagt, weiß, dass das wichtig sein kann. Ein Quäntchen Glück gehört dazu, auch im Umgang mit Asien. Das ist doch ein schönes Schlusswort in diesem Sinne. Allen einen schönen Abend und bis ganz bald.